verehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, verehrte Damen und Herren, liebe Gäste auf der Spur. Ich denke, die Tagesordnungspunkte der Vorhandenen waren bereits Grund genug, Kopfschütteln aus dieser Staub herauszugehen. Aber ich möchte auch noch mal betonen, warum wir auf diesem Punkt einfach meint sind und zu verschiedenen Punkten was sagen. Das eine wäre zu Herrn Lutte, weil uns hier vorgeworfen wird damit, dass wir es in der Stadtverordnetenversammlung noch mal mit allen vor allen diskutieren würden, wir verzögern. Ich möchte noch mal in Erinnerung rufen, die Eingabe ist im Juni eingegangen, ist dann ewig verzögert worden, weil die Prüfung noch den Magistrat lange gedauert hat, bis sie tatsächlich in den Eingabeausschuss dort behandelt wurde. Also die Verzögerung ist nicht da. Ich finde, es zeigt sich eher, wir müssen tatsächlich über den Umgang mit Eingaben nachdenken. Ich kann mich an keine Eingabe erinnern, die angenommen worden ist in dieser Stadt. Ich finde, es geht bei Eingaben nicht nur darum, Impulse zu bekommen. Es ist gut, wenn die aufgegriffen werden, sondern wenn da gute Anträge vorliegen, dann kann man denen auch mal zustimmen. Und ich finde, es ist auch richtig, dass eben bei so einem Thema auch alle hören, was es bei der Grünsatzung geht. Ich finde nämlich, es wird ein bisschen vertauscht. Es hört sich nämlich ein bisschen so an, als würde es einfach nur darum gehen, eine Satzung zu bekommen. Eine Satzung ist aber nicht Selbstzweck, sondern eine Satzung ist ein Mittel, um was zu erreichen. Und da kann ich in dem Antrag der Koalition nicht erkennen, was das Ziel ist, außer eine Satzung zu haben. Soll es um mehr Grün gehen? Soll es um mehr Dachbegrünung gehen? Da steht in dem Antrag nichts drinnen. Wenn man sich dagegen den Antrag aus dem Eingabeausschuss ansteht, da ist ganz klar geregelt, was sind denn die Ziele, was will man erreichen. Und es wird ja in der Eingabe, wenn Sie sich die nochmal durchlesen, Sie können wirklich überlegen, ob Sie da nicht doch zustimmen, dass ein Entwurf einer Grünsatzung erarbeitet wird. Das heißt, es ist noch nicht mal eine beschlossene Satzung, sondern es soll ein Entwurf erarbeitet werden, der dann vorgestellt wird und, Stichwort Beteiligung, die so viel hier angesprochen wird, die sich im Antrag der Koalition nicht findet, die sich aber in dem Antrag von der Eingabe findet, wo es nämlich heißt, der Eingabeausschuss soll eine öffentliche Anhörung veranstalten, es soll ein Beteiligungsprozess stattfinden. Wenn Sie einen Beteiligungsprozess wollen, stimmen Sie der Eingabe zu. Wenn Sie wollen, dass so ein Entwurf mit bestimmten Zielen verabschiedet wird, stimmen Sie der Eingabe zu. Wenn Sie einfach nur eine Satzung wollen, wo geprüft wird, was rechtliche Möglichkeiten sind, ohne Ziel, dann ist es der Antrag der Koalition, dann sind Sie bei dem Buch aufgehoben. Und einen zweiten Punkt wollte ich auch noch sagen zu Herrn Wortmann. Es geht ja nicht einfach nur darum zu bauen, sondern es geht doch darum, wir haben doch nur begrenzte Flächen zur Verfügung. Es wurde ja auch schon mehrfach angesprochen, wir haben den Klimawandel, wir müssen gucken, wie wir Flächen ökologisch verwenden und nicht einfach nur mit Betonen zu pflastern. Und dafür sind Satzungen eben eine Möglichkeit, um da verbindlich was zu regeln. Denn wir haben doch in der Vergangenheit bei Bebauungsplänen oft genug erlebt, dass gesagt wurde, so viel Dachbegrünung geht nicht. Das kann man dem Investor nicht zumuten. Das ist nicht tragbar. Also man hat nichts, worauf man zurückgreifen kann, wo man ganz verbindlich was sagen kann, das steht in der Satzung und daran muss ich gerichtet werden und da müssen Investoren auch voraus sich einlassen.